Dieses Video besteht jetzt aus drei Teilen. Im ersten Teil stellen wir uns unsere PC-Konfiguration einmal zusammen. Dazu benutzen wir Tools wie die Geizhals-Wunschliste und posten auch unsere Konfiguration in Foren, damit auch noch andere Experten ihren Senf dazugeben können, um einfach grobe Fehler zu vermeiden. Im zweiten Teil werden wir den ganzen PC einmal zusammenbauen. Dabei achten wir auf die richtige Reihenfolge des Zusammenbaus, um uns einfach später unnütze Arbeit zu ersparen. Im dritten Teil am Ende werden wir dann die BIOS-Einstellungen richtig setzen, die Treiber installieren und mit einem Benchmark einmal gegenprüfen, ob unsere Konfiguration so performt, wie wir uns das vorgestellt haben, oder ob irgendwo noch Fehler versteckt sind, die wir ausbessern müssen. Im ersten Teil schauen wir uns an, wie wir am einfachsten die passenden Komponenten für unsere PC-Konfiguration finden. Ich spreche hier ausdrücklich keine Empfehlungen aus. Diese Anleitung soll ein Beispiel sein und gibt allgemein Tipps, wie bei der Zusammenstellung vorgegangen werden kann, um grobe Fehler zu vermeiden. Ich nutze zur Zusammenstellung meiner Komponenten die Webseite Geizhals. Dazu habe ich mir vorher ein Konto angelegt, damit ich meine PC-Konfiguration speichern kann. Geizhals ist aus mehreren Gründen interessant, um einen PC zusammenzustellen. Die Wunschlistenfunktion hilft uns, den Überblick zu behalten. Es lässt sich automatisch der günstigste Anbieter für alle Komponenten ermitteln und die Filterfunktion macht die Auswahl der Komponenten leicht. Zusatzfunktionen wie der Preisverlauf sind natürlich auch interessant. Ich beginne in der Regel bei der CPU, denn davon hängt die Wahl des Mainboards ab. Hier interessiert uns vor allem der CPU-Sockel und die Chipsatzunterstützung. Ich lege mir nun eine Wunschliste an und füge die CPU hinzu. Damit die Wunschliste erhalten bleibt, sollte ich darauf achten, in meinem Account eingeloggt zu sein. In der Regel sollte man nun zur Wahl des Mainboards übergehen. Bei der CPU hatten wir gesehen, dass wir einen AM4-Sockel benötigen. Bei den Chipsätzen bietet sich der B450-Chipsatz an. In meinem Beispiel entscheide ich mich für das MSI B450A Pro Max. Anhand der CPU-Kompatibilität prüfe ich nochmals, ob die CPU und das Mainboard auch kompatibel sind. Für die folgenden Komponenten wie RAM und Grafikkarte steht uns die Kompatibilitätsliste von MSI zur Seite. Hier kann ich nun prüfen, ob meine favorisierten Komponenten überhaupt mit dem Mainboard kompatibel sind. Das ist vor allem bei Reklamationen entscheidend und kann langwierige Fehlersuche ersparen. Man kann nun die Komponenten ausgehend von der Liste zusammenstellen oder umgekehrt mit der Liste gegenprüfen, ob die ausgewählten Teile mit dem Mainboard funktionieren. Das gilt sowohl für den Arbeitsspeicher als auch für die Grafikkarte. Bei der Wahl des richtigen Netzteils hilft uns die Liste von MSI nur bedingt weiter. Hier wechsle ich nun zu der BeQuiet-Webseite und nutze den Rechner auf deren Website. Unter Angabe meiner RAM-Module, der CPU und der Grafikkarte wird die zu erwartende Leistungsaufnahme der Komponenten ermittelt. BeQuiet zeigt uns nun die in Frage kommenden Produkte ihrer eigenen Produktpalette an. Ich wähle also ein Netzteil und füge auch dies meiner Wunschliste hinzu. Bei der Auswahl des CPU-Kühlers können wir uns wieder am Sockel orientieren. Auch ein Vergleich der TDP-Klassifizierung ist hier hilfreich. Mein gewählter Prozessor liegt bei 105 Watt TDP und der Kühler bei 220 Watt. Beim Alpenföhn Brocken 3 ist Wärmeleitpaste mitgeliefert. Prüft sicherheitshalber bei eurer Wahl nochmal, ob die Paste extra gekauft werden muss oder nicht. Bei der Wahl des Gehäuses ist vor allem auf die Größe des Mainboards zu achten und ob es genügend Platz für die Komponenten gibt. Mein Mainboard hat den Formfaktor ATX und ich wähle als Gehäuse das Fractal Define R6 aus. Da ich einen recht großen Kühler zur Wunschliste hinzugefügt habe, prüfe ich noch einmal die Kompatibilität mit dem Gehäuse. Fractal gibt die Maximalgröße des CPU-Lüfters mit 185 mm an. Der Brocken 3 passt also hinein. Zu guter Letzt die Festplatte. Da das Mainboard über einen schnellen M2-Steckplatz verfügt, greife ich auch auf diesen zurück. Die Festplatte muss dann nicht über SATA angeschlossen werden und es können höhere Geschwindigkeiten erzielt werden. Auch hier sind uns wieder die Geizhalsfilter behilflich.
Da es bei einem PC-Zusammenbau viele Dinge zu beachten gibt, bietet es sich an, in einem Forum wie dem Computerbase-Forum um Rat zu fragen, ob die Konfiguration Fehler enthält oder optimiert werden kann. Dazu kann der Link zur Wunschliste öffentlich gemacht werden und im Forum geteilt werden. Die Wunschliste hat darüber hinaus die sehr nützliche Funktion, die günstigste Bestellvariante zu ermitteln. So kann die Bestellung entweder komplett bei einem Anbieter abgewickelt werden oder zu einem günstigeren Preis bei mehreren Anbietern. Die Kalkulation ist zudem flexibel konfigurierbar. Wenn ich meine Einzelteile dann bestellt habe, dann sieht es ein bisschen aus wie Weihnachten, dann bekomme ich eine ganze Menge Geschenke. So sah es dann bei mir aus und die habe ich natürlich alle aufgepackt und da das jetzt hier kein Unboxing-Video ist, langweile ich euch jetzt nicht direkt mit dem Aufpacken der verschiedenen Bauteile, sondern wir legen direkt los mit dem Zusammenbauen. Als erstes habe ich natürlich das Mainboard einmal vor mich gelegt und habe mich natürlich, bevor ich angefangen habe, an der Heizung geerdet. Wir bauen jetzt beim Mainboard drei Komponenten ein, die wir schon vorbereiten können und die wir außerhalb des Gehäuses recht komfortabel einbauen können. Ich habe keine SATA SSD, sondern eine, die hier direkt aufs Mainboard montiert wird, an den M2-Anschluss. Hier ist jetzt zu beachten, dass es hier eine Schraube gibt und die muss eventuell noch in die richtige Position gebracht werden, so wie bei mir. Es ist keine richtige Schraube, das ist eigentlich das Gewinde, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall ist das bei mir vormontiert gewesen, das habe ich abmontiert, an die richtige Position geschraubt und mit der beigelegten Schraube aus dem Mainboard dann die SSD festgeschraubt. Bisschen spannender wird jetzt die Installation der RAM-Bänke. Da solltet ihr auf jeden Fall ins Handbuch schauen. Auf dem Mainboard ist auch nochmal eine Markierung, wie die Riegel montiert werden müssen, damit auch Dual-Channel genutzt werden kann. Ich hatte ja vorab empfohlen, immer ein Kit kaufen, also wir wollen jetzt Dual-Channel nutzen. Ich schaue aber auch sicherheitshalber nochmal im Handbuch. Da ist immer empfehlenswert, die digitale Anleitung zu benutzen. Das sind vektorisierte Grafiken, die kann ich bis ins letzte Detail reinzoomen und kann dann auch richtig gut erkennen, was ich da zu tun habe. Bei mir ist auf dem Mainboard auch noch eine kleine Markierung, die uns auch nochmal hilft zu erkennen, wo die RAM-Riegel genau montiert werden müssen. Als letzten Schritt setze ich den Prozessor ein. Darauf ist zu achten, dass es hier so eine goldene Ecke gibt und die ist auch nochmal auf dem Mainboard markiert. Und dementsprechend setze ich die CPU jetzt ein, dass diese beiden Ecken sich treffen. Die CPU muss nicht gedrückt werden oder so, die fällt einfach in den Sockel und kann dann verriegelt werden. Je nach Lüfter kann man jetzt auch den CPU-Lüfter noch draufbauen. Bei größeren Aufbauten sollte man den erst montieren, wenn man das Ganze ins Gehäuse eingebaut hat. Ich nutze den Boxlüfter, den hätte ich jetzt auch schon montieren können. Ich habe ihn dann aber erst montiert, als das Mainboard schon fest im Gehäuse verschraubt war. Bevor wir jetzt das Mainboard ins Gehäuse einbauen, nehme ich noch das Netzteil zur Hand und verbinde die Kabel entsprechend so, wie ich sie brauche. Ich habe ein modulares Netzteil gekauft, das hat dann später Vorteile beim Kabelmanagement im Gehäuse. Ich verbinde also nur die Kabel, die ich auch tatsächlich brauche. Zum Beispiel habe ich ja keine SATA SSD, das heißt im Umkehrschluss, ich brauche auch keine Stromversorgung dafür. Mein Setup sieht jetzt so aus, dass ich den ganz normalen Anschluss fürs Mainboard benötige, den Anschluss für die CPU und den Anschluss für die Grafikkarte. Am Ende sollten dann also drei Kabel verbunden sein. Wir kommen immer noch nicht zum Mainboard-Einbau, jetzt müssen wir erstmal ein paar Vorbereitungen am Gehäuse selber treffen. Als erstes schraube ich dazu den Einsatz fürs Netzteil ab, da wird später das Netzteil drauf montiert und im nächsten Schritt wird dann die I/O-Blende montiert, die beim Mainboard mitgeliefert war. Die wird einfach nur mit leichtem Druck reingedrückt, da wird also nichts verschraubt. So
So, wie angekündigt, diese Blende fürs Netzteil hier, die habe ich separat rausgelegt und da wird das Netzteil dann draufgeschraubt. Alle Schrauben, die ich hier natürlich verwende, sind dem Gehäuse beigelegt gewesen. Da also immer auf die Anleitung achten, welche Schrauben wohin gehören, dass man da keine Fehler macht. Ist das Netzteil verschraubt, kommt es natürlich ins Gehäuse. Die Kabel habe ich ja schon montiert gehabt, denn die da drin im Gehäuse dann zu montieren, das hätte keinen Spaß gemacht. Die stecke ich jetzt also als erstes mal da unten rein, wo dann auch das Netzteil reinkommt und dann passe ich das Netzteil ein. Mein Gehäuse kann Luft von unten ziehen, das heißt der Lüfter vom Netzteil, der kann also getrost nach unten schauen. Ich habe die Schrauben erstmal locker dran gemacht und ziehe die dann am Ende komplett nach, damit ich mir auch sicher sein kann, dass alles passt. Jetzt haben wir alles vorbereitet und das Mainboard kann jetzt am Ende wirklich ins Gehäuse. Ich muss jetzt auch keine Abstandshalter mehr montieren, denn die waren bei meinem Gehäuse schon vormontiert in der ATX-Position. Je nach Größe des Mainboards und Formfaktor müsst ihr mal schauen, ob ihr eventuell noch was zu tun habt, denn dann muss man diese Abstandshalter, die eventuell vormontiert sind im Gehäuse oder halt nicht vormontiert und nur beigelegt sind, an die richtigen Stellen positionieren. Das R6 Define hat eine Besonderheit. Der Nupsi hier in der Mitte, also der Abstandshalter, der hat keine Bohrung, sondern der dient als Fixierung. Das ist ziemlich komfortabel, wäre auch schön gewesen, das mal in der Anleitung zu erwähnen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum da keine Bohrung ist. Am Ende kann man einfach das Mainboard drauflegen mit diesem mittleren Bolzen, nenne ich es mal, fixieren und alle anderen Schrauben festziehen. Beim Einlegen ist auch noch darauf zu achten, dass alles richtig in die I/O-Blende passt und diese Federn, nenne ich es mal, auch an der richtigen Position sind und nicht die Anschlüsse eventuell verdecken. Manchmal muss man die noch so ein bisschen hochbiegen. Also wenn ihr es jetzt so eingesetzt habt, werft mal einen Blick von vorne auf die I/O-Blende, ob alle Anschlüsse frei sind. Das Mainboard hat eigentlich 9 Schrauben, wegen diesem Fixierungsbolzen sind es bei mir nur 8. Also immer mal Schrauben zählen, damit man auch wirklich nichts vergessen hat. Das Kabel des hinteren Lüfters habe ich dann auch gleich eingesteckt. Allerdings hat das ein bisschen gestört, deshalb habe ich das gleich am Lüfter selbst fixiert. Der nächste Schritt ist die Montage des CPU-Kühlers. Den Kühler, den ich hier habe, ist der Boxed-Kühler, also der mitgelieferte Prism Wave-Kühler, den AMD beilegt. Der hat eine witzige LED-Beleuchtung und hat hier unten als Wärmeleitpad so schöne Pünktchen. Vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber die Montage kam mir irgendwie fummelig vor. Ich habe auf der einen Seite, oben habe ich es nicht geschafft, den Haken vernünftig einzurasten. Als ich das dann aber geschafft hatte, konnte ich auf der anderen Seite wiederum den Haken einrasten und dann wird hier dieser Schalter oder Hebel umgelegt. Der muss mit ziemlich viel Kraft umgelegt werden. Ich hatte schon Angst, ich mache was kaputt, aber das ist wohl für den Anpressdruck so gedacht. Ich werde nochmal ein separates Video machen, wo ich diesen Kühler antreten lasse gegen den Brocken 3. Das ist jetzt also nur erstmal ein Test-Setup, den werde ich nicht wirklich produktiv nutzen. Und wenn wir schon dabei sind, verbinde ich hier auch gleich nochmal den CPU-Kühler-Anschluss fürs Mainboard. Das Kabel hat eine angenehme Länge, das braucht jetzt nicht weiter irgendwie verlegt werden. Als nächstes montiere ich jetzt bei mir die Grafikkarte. Größere Grafikkarten benötigen 2 Slots, deshalb schaue ich mir hier einfach mal an, welche 2 Slotblenden ich vorne entfernen muss. Die obere kann stehen bleiben und die 2 darunter entferne ich dann entsprechend und kann die Grafikkarte dann entsprechend auch einsetzen. In der Regel ist der oberste PCI-Express-Anschluss auch der schnellste, wird gekennzeichnet mit der Anzahl der Lanes, zum Beispiel X16. Meine Grafikkarte
hat auch X16 draufstehen, entsprechend ist der kompatibel und kann oben eingesetzt werden. Vor dem Einsetzen noch darauf achten, dass hier dieser Plastikschiebe in der offenen Position ist und dann kann die ohne viel Kraftaufwand eingesetzt werden. Wer schon immer mal Manager werden wollte, der kann jetzt Kabel managen mit mir. Wir gehen auf die Rückseite des Gehäuses und da sehen wir allerhand Kabel jetzt rumfliegen. Wir haben vorhin ja unten das Netzteil eingebaut. Entsprechend haben wir hier schon mal unsere drei Kabel liegen. Wir kamen von links kommend aber auch noch zwei Lüfterkabel plus die Kabel der oberen Blende. Da sind USB-Kabel drauf, da sind Headphone-Jacks drauf, also ja, Anschlüsse für Audiogeräte und natürlich der Ein-, Aus- und Reset-Schalter. Das Define S6 hat jetzt mehrere gummierte Kabeldurchführungen, auch welche auf der Unterseite, die man jetzt hier von der Perspektive aus gar nicht sehen kann. Und jetzt muss man halt schauen, wie die Steckplätze auf dem Mainboard verteilt sind, welches sich da anbietet. Ich habe die jetzt erstmal so durchgeführt, wie es für mich sinnvoll ausgesehen hat, aber das kann man jetzt im Nachgang auch noch ändern. So, ich habe mal den PC so ein bisschen aufgebockt, dass man da wirklich alles sehen kann. Ihr seht, dass ich hier oben die Teile durchgeführt habe. Der CPU-Anschluss ist zum Beispiel jetzt hier auf der Seite ganz links. Entsprechend habe ich hier auch das CPU-Kabel durchgeführt und kann das dann direkt hier anschließen und habe vorne am Mainboard nicht viel Kabelsalat. Auf der linken Seite habe ich das Powerkabel für das ATX-Mainboard. Auch das kommt ziemlich in der Nähe raus und kann dementsprechend direkt angeschlossen werden. Lasst euch aber auch gesagt sein, die Kabel können ziemlich massiv sein. Entsprechend starr sind die dann, also es kann auch manchmal einfach Sinn machen, die gar nicht direkt nebendran rauszuführen, sondern auch ein bisschen ums Eck zu führen, damit man die Kurve ein bisschen besser nehmen kann mit den Kabeln. So, am Ende verbinde ich dann noch die Grafikkarte mit ihrem Power Supply und das sieht auch schon jetzt hier recht ordentlich aus. Meine Hassarbeit beim PC zusammenbauen ist immer die Schaltungen, also den Reset-Knopf, den Power-Knopf, die HDD-Lampe und ja, die Power-Lampe, glaube ich, ist es noch, anzuschließen. Das hasse ich immer am meisten. Schaut da am besten aufs Handbuch von eurem Mainboard-Hersteller und auch da am besten in die PDF-Version. Die kann man ein bisschen reinzoomen, da weiß man auch, was wohin gesteckt werden muss. Am Ende verbinde ich dann unten natürlich noch USB 3.0, USB 2.0 und die Soundkarte. Da ich die Festplattenschächte aktuell nicht benötige, kann ich die hier modular rausnehmen, mit der Hoffnung verbunden, dass das den Luftstrom etwas verbessert. Bevor ich jetzt das Gehäuse verschließe, mache ich einen kurzen Funktionstest. Ich schalte das Ding ein, habe das an den Bildschirm angeschlossen und auf dem Bildschirm sehe ich dann tatsächlich auch ein Bild. Von daher hat jetzt erstmal alles soweit geklappt. In Windows kann ich natürlich noch nicht hochfahren, ist ja noch nichts installiert. Im nächsten Schritt müssen wir uns jetzt mal in die BIOS-Einstellungen reinfuchsen, denn da gibt es zwei Dinge, die man bei dem Setup auch beachten sollte, damit man die volle Geschwindigkeit des Prozessors bekommt. Wir sehen uns gleich wieder im BIOS. Ich bin zwar jetzt hier schon im BIOS, tatsächlich habe ich aber ein Upgrade des BIOS gemacht, bevor ich hier angefangen habe und das hat tatsächlich einiges geändert. Schaut bitte auf der Herstellerseite für euer Produkt, also für euer Mainboard, in der Support-Sektion, da könnt ihr dann die aktuelle Version herunterladen und auch eine Anleitung dazu, wie man das flashen kann. Das funktioniert bei jedem anders, ich kann kurz beschreiben, wie es bei meinem war. Ich habe einfach auf einen USB-Stick die entpackte ja, Flash-Datei oder wie man die nennen möchte gepackt, habe die per USB dann angeschlossen und konnte dann über das Flash-Utility vom Mainboard einfach meinen USB-Stick auswählen und das Ding wurde dann geflasht. Hier oben sieht man auch zum Beispiel die BIOS-Version, die M6.0 ist bei mir die aktuelle. Kurioserweise habe ich in der Anleitung vom Hersteller gelesen, man soll nur updaten, wenn man Probleme hat. Da sind aber auch in den Changelogs stetige Verbesserungen der bestehenden Funktionen drin. Da will ich also mal ein großes Fragezeichen machen, dass man wirklich nur updaten soll, wenn man Probleme hat. Das MSI BIOS ist eines der verheerendsten oder schlimmsten, die ich je gesehen habe. Vielleicht habe ich aber auch zu wenig gesehen, es gibt noch viel schlimmere. Also die ganzen Kategorien sind für mich absolut nicht sprechend. Dann gibt es noch eine Verwirrung zwischen dem Easy Mode und dem Nicht-Easy Mode. Wichtig für uns ist jetzt auf jeden Fall mal hier oben, was wir unter DDR-Speed sehen. Wenn ihr euch noch dunkel erinnert, als wir den PC zusammengestellt haben, habe ich gesagt, das spielt eine große Rolle, gerade bei Ryzen-CPUs, die die Infinity Fabric haben. Und eigentlich habe ich zwei RAM-Module, die 3200 MHz können und hier wird aber nur 2133 angezeigt. Das liegt daran, dass wir erstmal die XMP-Profile aktivieren müssen.
Und da habe ich so einen kuriosen Button da oben mit 1 und 2. Wahrscheinlich meint er damit die zwei Bänke, die belegt sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall reicht es, wenn man hier einfach mal auf On drückt und dann nochmal prüft, dass wirklich auch bei 1 und 2 die Profile dann entsprechend hinterlegt sind. Wenn ich dann neu starte, sehe ich auch entsprechend, dass er die 3200 richtig erkannt hat. Eine andere Sache, die meiner Meinung nach wichtig ist, es gibt ja bei den AMD Ryzen den Precision Boost Overdrive Modus oder Funktion, die unterstützt wird. Und je nach BIOS-Einstellung ist sie eventuell nicht aktiviert. Die kann nochmal einen Geschwindigkeitsboost bei der Single-Core-Performance liefern. Wenn ihr die einschalten möchtet, müsst ihr ins Overclocking-Menü von AMD gehen. Das finde ich ein bisschen kurios. Ich hätte das jetzt nicht als Overclocking-Feature bezeichnet. Overclocking war bei mir immer, da habe ich Garantieverlust, aber das ist ja ein offiziell beworbenes Feature von AMD. Bei mir stand das in der Standardeinstellung auf automatisch, was ich nicht weiß, was das genau bedeutet, ob es dann an oder aus ist. Deshalb habe ich es mal auf Enabled gestellt und habe auch neu gestartet. Ja, das waren die zwei Einstellungen, die ich so am Anfang mal benutzt habe, die man auf jeden Fall beachten sollte. Im Anschluss habe ich jetzt einfach mal Windows 10 installiert. Wie das geht, dazu habe ich mal ein separates Video. Schaut einfach mal in die Infokarte, das wird jetzt hier nicht Teil dieses Videos sein. Wenn man dann damit hochgefahren ist, kommt die schöne Treiberinstallation. Dazu gehe ich als erstes mal auf die Herstellerseite von meinem Mainboard und da finde ich dann erstmal alle Treiber, die ich so brauche. Das sind zum Beispiel Audio-Treiber und ganz wichtig natürlich auch der Chipsatz-Treiber. Die lade ich nach und nach alle runter und jetzt kann ich entweder das mitgelieferte Installationsprogramm nutzen oder kann die einfach entpacken und dann den Gerätemanager in Windows anweisen, in dem entpackten Ordner nach Treibern zu suchen. Das Ganze mache ich so lange, bis ich keine gelben Warndreiecke mehr im Gerätemanager sehe. Nachdem ich jetzt also quasi fertig bin, die Treiber sind installiert, der PC ist zusammengestellt, will ich immer noch mal sicher gehen, dass sich keine Fehler bei der Konfiguration oder bei den Einstellungen im BIOS gemacht hat. Und das kann man am einfachsten machen, indem man Benchmark laufen lässt und schaut, ob die Geräte alle in dem Performance-Limit sind, in dem sie sein sollten, also schnell genug sind. Dafür bietet sich zum Beispiel User Benchmark an. Das macht über alle Geräte, auch über angeschlossene USB-Sticks unsinnigerweise, einen Benchmark und vergleicht die dann mit Einreichungen anderer Nutzer. Das ist hilfreich, denn da kann man schon mal sehen, ob die Geräte, die man hat, besser oder schlechter oder katastrophal performen. Und wenn ich dann so ein Gerät habe, das katastrophal performt, dann ist das für mich schon mal ein Hinweis darauf, dass hier entweder ein Firmware- oder ein Treiberproblem oder eine Konfiguration falsch eingestellt ist im BIOS. Ich lade das hier auf der Seite User Benchmark einmal runter, lasse das einmal durchlaufen und wenn das durchgelaufen ist, öffnet es uns eine Webseite und zeigt uns die Vergleichswerte mit den anderen Nutzern, wie eben schon beschrieben, an. Was uns hier interessieren sollte, ist nur der grüne Haken bei Performing as expected. Ist dieser Haken nicht zu sehen hier, wie zum Beispiel bei meiner eingebauten SSD, dann ist das ein Hinweis für mich darauf, dass hier eventuell ein Problem vorliegt. Die Werte von euren USB-Sticks, die könnt ihr mal getrost ignorieren, da kennt ihr den Typ gar nicht, von daher ist das ja überhaupt nicht vergleichbar. Wichtig ist hier dann eher so zum Beispiel Grafikkarte, RAM und CPU und natürlich auch die SSD. Ja, jetzt haben wir alles einmal komplett durch. Ich fasse nochmal zusammen. Am Anfang haben wir über Geizhals unseren PC zusammengestellt, haben die Konfiguration einmal in ein User-Forum gepostet, einfach damit man keine Fehler macht, nichts vergisst und ein paar Experten sich das noch anschauen können, dass die Konfiguration auch passend aufeinander abgestimmt ist. Als die Teile dann gekommen sind, haben wir alles zusammengebaut. Da immer auf die Reihenfolge achten, das erspart viel Arbeit. Habe ich ja auch so gezeigt. Wir bereiten also separat das Gehäuse vor, wir bereiten das Mainboard vor und zum Beispiel den Lüfter, wenn man einen modularen hat. Der letzte Schritt ist dann die Installation von Windows oder dem Betriebssystem eurer Wahl selbstverständlich und dann die Einrichtung mit den Treibern. Sind die Werte in den Benchmarks okay, ist wohl alles offensichtlich gut gegangen. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal meine Amazon Affiliate Links zu meiner Konfiguration, da könnt ihr dann euch die Details nochmal anschauen. Wenn euch was aufgefallen ist, wo ich vielleicht nachlässig war oder wo ich einen Fehler gemacht habe, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Wenn da was Sinnvolles dabei ist, dann pinne ich das natürlich auch gerne. Umgekehrt gilt natürlich, wer sich das Video angeschaut hat, werft auch mal einen Blick in die Kommentare, vielleicht wird da der ein oder andere Fehler von mir noch korrigiert.